Ja, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, einen schönen guten Abend von uns beiden, von Klaus Astl und mir, Andrea Brock. Danke für das Vorstellen, Harald Mayer. Wir werden dann auf unsere Person noch im Laufe dieser E-Lecture ein bisschen zu sprechen kommen, damit Sie sich ein Bild machen können, also was wir alles so tun in unserer beruflichen Tätigkeit und auch in unserer Freizeit. Ja, das Thema lautet Tablets im Mathematikunterricht. Es geht also darum, dass wir Ihnen zeigen werden heute, wie eben Tablets im Unterricht innovativ, kreativ und eben auch sinnvoll eingesetzt werden können. Nämlich Tablets alleine machen noch keinen besseren Unterricht. Also es braucht schon didaktische Überlegungen, ein Konzept. Wir werden Ihnen da also Beispiele vorstellen, wie man eben digitale Kompetenzen unter anderem mithilfe der Tablets erlangen kann. Das ist also unser heutiges Thema. Und Klaus, du sagst immer, mit Tablets ist man auf der Überholspur. Ja. Wie meinst du denn das? Ja, von meiner Seite auch noch einmal ein herzliches Grüß Gott. Ja, mit Tablets ist man wirklich auf der Überholspur. Wobei natürlich zu beachten ist, dass es bei der Arbeit mit Tablets in der Schule letztlich nicht um Lernen mit neuen Medien, sondern um neues Lernen mit Medien geht. Und dabei muss hier sich die Rolle des Lehrers vom Wissensvermittler hin zum Begleiter individueller Lernprozesse wandeln. Dieses Zitat habe ich jetzt mit eingebaut. Das ist das Einzige, das ich vorhabe, in dieser Sitzung zu verwenden. Und ich habe zitiert den Professor Dr. Stefan Aufenanger, Professor für Erziehungswissenschaft und Medienpädagogik von der Universität Mainz. Und er hat das so treffend formuliert, dass ich mir gedacht habe, das sollten wir unbedingt einbauen. In einer Stunde E-Lecture können wir natürlich vieles nur anreißen. Der wahre Umfang dieses Themas würde einige Semesterstunden umfassen. Wir können aber hoffentlich ein bisschen Lust drauf machen, etwas auszuprobieren und die eine oder andere App auf dem Tablet dann unterwegs zu verwenden. Etwas möchte ich noch vorausschicken. Alle jene Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Kahoot auf ihrem Tablet oder Smartphone installiert haben, sollen das vielleicht schon einmal bereitlegen. Wer das noch ganz schnell, diese App installieren will, ist auch noch möglich. Wir haben nämlich vor, im Laufe dieser Stunde ein kleines Kahoot-Quiz einzubauen. Wer jetzt sein Tablet nicht bei der Hand hat oder das nicht installieren will auf seinem Smartphone oder ihrem Smartphone, ist überhaupt kein Problem, wer mitmachen will auf dem Computer, geht das ganz genau gleich. Ja, und damit gehen wir in Medias Res. Ja, und Sie werden sich jetzt wundern, was dieses Bild aus dem Jahr 1848 bei so einem aktuellen Thema soll. Ja, 1848, das war eben die Zeit, wo die Märzrevolution stattgefunden hat, also gerade im gesellschaftlichen Bereich. Aber in der Schule hat sich zu dem Zeitpunkt nicht viel geändert, es hat sich nicht sehr viel revolutioniert. Und so wie da unterrichtet wurde, wurde dann viele Jahrzehnte weiterhin auch noch bis also ins 20. Jahrhundert hinein unterrichtet. Vorne steht die Lehrperson, der Lehrer, Frontalunterricht, alle Schüler haben das Gleiche zu tun, egal welche Kenntnisse, auf welchen Stand sie sind. Also es wurde also hier eine Lerneinheit über alle drüber gestülpt, mehr oder weniger. Und Gott sei Dank sind diese Zeiten vorbei. Nämlich, ich traue mich zu sagen, seit es nämlich die Tablets gibt, und das ist ungefähr so seit 10 bis 15 Jahren, sind Tablets im Einsatz, hat sich sehr, sehr vieles getan im Unterricht und gibt es ganz, ganz viele neue Möglichkeiten, den Unterricht wirklich sehr innovativ zu gestalten. Sie sehen auf dieser Folie hier meine Klasse. Ich habe da vor 4 Jahren eben mit der Klasse bei dem Projekt mitgetan und wir haben da 25 Tablets gewonnen und diese Klasse hat dann sehr intensiv mit diesen Android-Tablets eben gearbeitet und einiges, was da dabei entstanden ist, dürfen wir auch heute noch im Laufe dieser Stunde Ihnen zeigen. Klaus, worin besteht jetzt eigentlich der Mehrwert im Einsatz der Tablets? Ja, der Mehrwert entsteht einerseits durch die Steigerung der Lernmotivation, Steigerung des Lernerfolgs und natürlich auch die Steigerung der Effizienz. Es ist wirklich immer wieder
faszinierend zu beobachten, wenn man den Schülerinnen und Schülern ein Tablet oder ein Handy in die Hand drückt, dann vergessen sie ganz, dass sie jetzt etwas lernen, sondern sie sind voll in der Materie drinnen und geben sich wirklich Mühe und haben durch die Interaktion auch mit dem Tablet ganz neue Erfahrungen. Die Kommunikation mit anderen Lehrenden ist damit gestärkt, weil gerade was für Tablets an Apps und Software zur Verfügung steht, kommt oft von anderen Lehrern und Lehrenden. Und die Kommunikation mit diesen Lehrenden ist natürlich auch sehr wichtig. Das verändert das Ganze natürlich sehr stark. Gut, ja, danke. Ich möchte jetzt speziell auf vier Einsatzmöglichkeiten noch kurz eingehen. Und zwar möchte ich unterscheiden zwischen diesen vier Begriffen: textuell, medial, interaktiv und produktiv. Das heißt, textuell, das bedeutet, dass also in Zukunft die Lehrbücher, denke ich mir, das ist die Zukunft überhaupt, eben hier digital verfügbar sein werden, alle Schulbücher. Das ist die Zukunft des Lernens. Die Schülerinnen und Schüler werden nicht mehr mit ihren Büchern in die Schulen gehen. Sie werden Tablets haben und werden also die Schulbücher da drauf verfügbar haben jederzeit. Medial bedeutet das, wie man es hier auf dem Bild auch sehen kann, dass die Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit haben, sich Videos anzuschauen oder Audiodateien anzuhören, also Hörbücher und dergleichen mehr zu nutzen. Interaktiv, auch ein großer Vorteil, die Tablets sind schnell verfügbar. Man kann ganz schnell ins Internet, vorausgesetzt, man hat natürlich WLAN, das ist unbedingt Voraussetzung, wenn man eben mit Tablets arbeitet in der Klasse und hat die Möglichkeit, hier Lernplattformen zu nutzen, Apps zu nutzen oder eben, der Klaus hat es schon angesprochen, ein Quiz namens Kahoot. Für mich die große Stärke der Tablets im Vergleich zu anderen herkömmlichen Computern ist sicher der Bereich Produktivität. Mit diesem Gerät können Schülerinnen und Schülern produktiv werden. Gerade auch im Mathematikunterricht gibt es viele Möglichkeiten, selbst etwas zu produzieren. Auch darauf werden wir heute noch eingehen und dürfen Ihnen dann noch Beispiele zeigen. Also da sehe ich einfach den großen Mehrwert im Einsatz von Tablets. Ja, und wenn Sie vielleicht Tablets an der Schule haben, dann gibt es prinzipiell gibt es drei Möglichkeiten, wie man Tablets im Unterricht verwendet. Einmal gibt es viele Schulen, die sagen, ja, wir kaufen Tablets in Klassenstärke. Dann sind die Tablets Schuleigentum und die Schülerinnen und Schüler können dann bei Bedarf die Tablets eben sich ausleihen. Dann gibt es den Ansatz 1 zu 1. Das heißt, jedes Kind verfügt über ein eigenes Tablet. Das Tablet gehört entweder auch der Schule oder dem Ministerium, so wie bei dem Tablet-Projekt, das im Moment ja einige Schulen in ganz Österreich nutzen. Die haben also vom Ministerium für ein Jahr Tablets zur Verfügung gestellt bekommen und werden jetzt gemeinsam mit anderen Clusterschulen eben diese Tablets schulübergreifend auch nutzen. Und die dritte und sicherlich herausforderndste Möglichkeit, Tablets zu nutzen, ist die Möglichkeit Bring Your Own Device. Bring Your Own Device bedeutet auch, dass es sein kann, dass in einer Klasse dann drei verschiedene Betriebssysteme eben verfügbar sind, eben das Android-System oder Windows-System oder das iOS. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung für die Lehrperson, dann mit dieser Situation umzugehen. Aber es gibt Schulen, die wir persönlich kennen, die das wirklich sehr gut machen und sehr gute Erfahrungen haben, auch im Einsatz dieser eigenen Tablets. Ja, und beginnen möchten wir jetzt weiter mit einigen Überlegungen zu den Einsatzszenarien, zu den Einstiegsszenarien. Sie sehen hier auf der rechten Seite einen Screenshot aus einem Chat. Also ich verwende den Chat im Mathematikunterricht sehr gerne. Beim Chat kann jedes Kind sozusagen zu Wort kommen, ja? Wenn ich das frontal mache und frage, kann immer nur ein Kind sprechen. Beim Chat hat jedes Kind die Möglichkeit, mehr oder weniger zeitgleich zu sprechen oder das Wissen eben hier kundzutun, indem es einfach, hier in dem Fall geht es um eine Rechnung, die gestellt wird, einfach die Ergebnisse hier hineinschreibt. Sie kann das diesen Chat am Beginn der Stunde nutzen, wenn ich also eine Lernstandserhebung mache oder wenn ich ein neues Thema einführen möchte und einfach einmal schaue, was wissen denn die Kinder schon zu diesem Thema. Also als Blitzlicht, als Brainstorming eignet sich der Chat besonders gut. Was wir und auch der Klaus sehr gerne immer mit unseren Schülern machen, das sind sogenannte Online-Befragungen.
Und da eignet sich ein Tool besonders gut. Und dieses Tool, wir haben es schon erwähnt, das nennt sich Kahoot. Und wir möchten eben mit Ihnen jetzt so ein Kahoot-Quiz eben durchführen. Und Klaus, ich übergebe jetzt an dich weiter. Und während der Klaus Ihnen jetzt erklärt, was jetzt auf Sie zukommt, werde ich jetzt auf meinen Monitor umschalten. Das heißt, Sie sehen jetzt die Präsentation und ich werde jetzt auf meinen zweiten Monitor umschalten, damit Sie dann live sehen, was sich da gerade für bei Kahoot abspielt. Ja, da gibt es also zwei ganz wichtige Apps. Das eine ist Kahoot, mit dem wir heute arbeiten. Was mir auch immer sehr sympathisch ist, ist so Creative. Die beiden unterscheiden sich in einigen Sachen. Bei beiden ist es aber genau gleich, dass der Lehrer die Möglichkeit hat, so eine kleine Quiz, eine Abfrage selbst zu erstellen. Und bei beiden ist es auch gleich, dass es ganz viele Beispiele, die allgemein zur Verfügung stehen, schon im Internet gibt. Das heißt, ich muss es nur nach einem bestimmten Stichwort suchen, Dreieck, Flächenberechnung oder sowas in der Richtung. Und ich habe schon einige vorgefertigte Beispiele parat, die ich einfach verwenden kann. Ich spare mir also ganz viel Vorbereitungsarbeit. Ich habe so ganz einen kleinen Kahoot-Quiz für heute vorbereitet. Und die Andrea wird den jetzt gleich starten, was bei uns ein bisschen lästig ist. Bei dem Kahoot, wenn man den als Lehrer öffnet, dann hat man im Hintergrund so ein bisschen Musik laufen. Und diese Musik kann man nicht ganz ausblenden. Aber ihr, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, werdet von dieser herrlichen Musik verschont. Also wir müssen es halt aushalten. Und Andrea, du startest jetzt das Ganze. Und alle jene, die jetzt irgendwo Kahoot vielleicht schon auf ihrem Smartphone oder Tablet installiert haben, brauchen das nur aufzurufen und diese PIN-Nummer eingeben. Alle jene, die auf dem Computer das machen wollen, müssen die Adresse, die links oben, na, eigentlich ziemlich in der Mitte oben eingeblendet ist, eingeben, also einfach kahoot.it und dann die PIN-Nummer eingeben, also die 949172. Ja, und da haben wir jetzt schon 8, 9 Player, das ist ja echt super. Also ihr seid spitze, muss ich sagen. Mit so viel Teilnehmern haben wir ja gar nicht gerechnet. Super, 10 Player, 11 Player. In der Klasse warte ich natürlich so lange, bis sich alle Schüler angemeldet haben. Und ich mache es meistens so, dass ich nicht will, dass sie irgendwelche Nicknames verwenden, weil dann weiß ich nicht, wer was jetzt gemacht hat. Und da kommen eher dann ja, ein bisschen Blödheiten heraus. Also ich verlange, Sie müssen einfach Ihren Vornamen verwenden. Also okay, Claudia, entschuldige, dass ich unterbreche, Klaus. Ja. Die Claudia Schmidt fragt jetzt, wo sie den Code eingeben muss. Also Claudia, ich nehme an, du hast jetzt die Seite kahoot.de eingegeben. Und sobald du das eingegeben hast, müsste eine Abfrage daherkommen, PIN eingeben. Und ja, das ist jetzt die Zahl, die du da aufschreibst, die du bitte eingibst. Steht dann Game. Genau, Kahoot PIN. Passt, ja. Genau. Und dann einfach 949-1792. Also wir haben schon 15 Player. Bei Quiz, ja, genau. Gut, wir warten noch ein paar Sekunden und dann, denke ich mal, starten wir. 16 Player. Ja, Claudia, 17, passt da dir alles? 18, oh, das ist ja super. 19. Die Dame Claudia scheint jetzt zwar noch nicht auf, aber aus Zeitgründen müssen wir jetzt einfach starten. Liebe Claudia, sollte es bei dir nicht funktionieren, dann schaust einfach mal mit, wie man sicher auf dem zweiten Anhieb dann funktioniert. Für die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die jetzt nicht da mitmachen, ist das kein... Die schauen einfach mit, ja. Gut, ich starte. Keine große Katastrophe, Start. Jetzt kommen jetzt Fragen. Die Fragen erscheinen dann oben und man muss so antworten. Es gibt 4 verschiedene Farben und... die Frage, welche Figur wird durch die blaue Form dargestellt, dann muss man jetzt einfach wählen, rot, gelb, blau oder grün. Das Ganze wird auch noch durch eine Form unterstützt. Ja, und wir haben schon 16 Antworten und dann hat man in Echtzeit gleich die richtigen, also die Ergebnisse. Man sieht, aha, 13 haben es richtig gehabt, 2 waren falsch und dann wird da auch die Zeit noch ein bisschen mitgerechnet. Also je schneller, dass man antwortet, desto mehr Punkte bekommt man. Also momentan ist Mahe in Führung und das kann man sich vorstellen bei den Schülern.
ist ein großer Hype und man will natürlich vorne bei den Besten dabei sein. Okay, nächste Frage. Starten wir die nächste Frage. Wie viele Symmetrieachsen hat der Raute? Die Zeit läuft. Wie gesagt, die Zeit ist hier links eingeblendet. Man kann die Zeit im Vorfeld selber einstellen, wie lange die Schüler dafür Zeit haben dürfen. So, Zeit ist vorbei. Okay, die Zeit ist um. Wir haben 17 Antworten bekommen. Neuer Zwischenstand, also bei dieser Frage waren 9 richtige Antworten. 2 und 3 haben eine falsche Antwort gegeben. Und man kann natürlich wieder sehen, wer führt. Momentan ist man, hat sich an die Spitze gesetzt, war wahrscheinlich ein bisschen schneller als Mahé. Gudrun ist der super Dritte. Ja, und eine Frage haben wir noch, wir wollen ja nicht übertreiben, wir wollen das nur ein bisschen präsentieren. Welche dieser Figuren weist immer 4 rechte Winkel auf? Ist das das Quadrat, das Trapez oder das rechtwinklige Dreieck oder das Deltoid? Wie gesagt, es geht um Schnelligkeit und natürlich darum, die richtige Antwort anzuklicken, das richtige Feld anzutippen. Ja, ist klar, dass das bei den Tablets ganz einfach ist. Man tippt einfach mit dem Finger drauf und hat schon seine Antwort abgegeben. Ist ganz eine tolle Geschichte für so Lernstandserhebungen am Anfang der Stunde. Oder am für Ende. Wiederholung, Ende der Stunde natürlich genauso. Die Schüler lieben das. Also die Elisabeth hat jetzt gefragt, wo soll ich da anklicken? Wir hätten es zwar versucht zu erklären, aber es ist immer das erste Mal, das macht Elisabeth, ich gebe da vollkommen recht, nicht so einfach. Wie gesagt, die Fragen werden hier am Monitor angezeigt und auf dem Tablet oder auf dem Smartphone sind dann nur die Farbfelder zu sehen. Also du musst dann die Texte hier auf dem Monitor lesen und auf deinem Tablet nur die Farbfelder mit der richtigen Farbe anklicken. Ja. Na, ich hoffe, so wäre es gewesen. Die Erklärung reicht ja. Wir haben sind relativ schnell eingestiegen und hätten es vielleicht noch ein bisschen genauer erklären sollen, aber ich glaube, der Großteil ist ja mitgekommen. Und wir sehen jetzt, Mahé hat den Gesamtsieg davongetragen. Dann kann man am Ende noch das Ganze bewerten, wie jetzt dieser Quiz, diese Abfrage angekommen ist. Was hat man dazugelernt? Wenn man was dazugelernt hat, Daumen nach oben, wenn nicht, Daumen nach unten. Wie fühlt man sich dabei und wo würde man das empfehlen oder würde man es nicht empfehlen? Ja, nachdem da jetzt keine große Lernsituation dabei war, bin ich schon froh, dass Learning noch ein bisschen im grünen Bereich war. Gut, soweit zu Kahoot. Wie gesagt, ganz ein tolles Tool, dass man das einfach zu bedienen ist und man kann nachher noch hergehen, kann sich die Ergebnisse noch einmal runterladen, wenn man das jetzt in der Klasse macht, wenn man das irgendwo vielleicht sogar in der Notenbewertung mit einfließen lassen will, ist das natürlich auch alles möglich. Man kann also das dann direkt runterladen in eine Excel-File oder in eine Text-File, wie man das haben will. Ja. Ich beende jetzt also die Ansicht auf meinen Monitor hin. Ich gehe ja zurück zur Präsentation, also beende das jetzt. Und Sie sollten jetzt dann wieder unsere Präsentation hier eingeblendet sehen. Weiter geht es mit dem Thema Learning Apps. Learning Apps, das sind interaktive Bausteine, die es also online gibt auch hier. Und diese Learning Apps, die eignen sich entweder zum Üben verschiedener Themen, also nicht nur für Mathematik gibt es diese Learning Apps, also das gibt es für fast alle Fächer. Und es sind solche Übungsmöglichkeiten wie Quiz, Puzzle, Wortgitter, Lückentexte, Hangman fertig verfügbar. Also man kann selber schauen, mal, was gibt es da eigentlich und das den Kindern zur Verfügung stellen oder eben selber solche Learning Apps gestalten. Und ich mache das sehr gerne. Ich habe auch gesehen, dass vorher der Istvan gesagt hat, er hat mit seinen Schülern bereits Kahoot-Quizzes gemacht. Ja, wenn man das also schon einmal öfter mit Schülern durchgemacht hat, eignen sich auch diese Quizzes sehr gut, dass die Schüler das erstellen auch. Und ich mache das auch ganz gern mit den Learning-Apps. Also meine Schüler dürfen immer wieder mal im Laufe des Schuljahres zu einem bestimmten Thema auch Learning-Apps erstellen. Wie schauen die aus? Also hier sehen Sie eingeblendet hier ein Beispiel. Im Hintergrund sind also hier 8
Figuren abgebildet und es handelt sich um rechtwinklige Dreiecke und die Schüler sollen jetzt im Kopf, also möglichst ohne Taschenrechner, die Flächeninhalte dieser Flächen ausrechnen, die Zahl hineintippen und zum Schluss bekommen sie sofort das Feedback, ob sie das richtig gemacht haben oder eben nicht. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite, ich versuche jetzt einen Stift herzunehmen, mal alles ausschöpfen, was wir so haben, gell? Ja, hier sehen Sie grün etwas, das nennt sich QR-Code. QR, die Abkürzung für Quick Response, schnelle Antwort. Wie kommen nämlich die Schülerinnen zu diesen Learning-Apps, zu diesen Übungen? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder die Schüler tippen da unten, sieht man das ja ganz gut, sie tippen hier diese Link-Adresse ein. Ich bin mir sicher, dass das die meisten auf Anhieb nicht richtig schaffen. Also das würde ich also eher davon nicht wirklich abraten. Mit Tablets eignet sich sehr gut. Man kann also sogenannte QR-Codes generieren, erstellen. Die Schüler haben auf ihrem Tablet eine App drauf, die heißt also zum Beispiel QR-Code Reader, scannen das ein, es ist ein Bild, und gelangen dadurch sofort auf die entsprechende Seite mit den Learning Apps. Also das ist das, was wir empfehlen würden, mit solchen QR-Codes zu arbeiten. Oder Sie nutzen vielleicht eine Lernplattform und stellen diesen Link, der rechts unten eben abgebildet ist, hier auf der Lernplattform für Ihre Schülerinnen zur Verfügung, dass die Schüler nur draufklicken müssen und sie kommen sofort zu dieser Übung. Es gibt also eine ganze Menge an verschiedenen Möglichkeiten. Ich lösche jetzt einmal diese, ich hoffe, das mache ich jetzt richtig, die Kommentare dazu, gehe auf die nächste Seite. Und hier sehen Sie einen Screenshot von einem solchen Beispiel von Learning Apps, das Schülerinnen erstellt haben. Sie sehen auf dem Bild hier das Zeichen für Play. Das heißt, es handelt sich um ein Video. Die Schülerinnen und Schüler haben sich gegenseitig gefilmt mit ihren Tablets. Und zwar ist es darum gegangen, Eigenschaften geometrischer Körper zu nennen und daraus wurde dann eine Frage generiert, in welchen Körper handelt es sich. Und Sie sehen darunter eben diese vier Antwortmöglichkeiten abgebildet und nachdem man sich das Video angeschaut hat, soll man eben dann auf diesen richtigen Namen eben klicken. Das ist also ein Beispiel für so einen Quiz, für ein Quiz. Ein weiteres Beispiel, wie man also Learning Apps einsetzen kann, ja, das sage ich jetzt nicht her, aber hier sehen Sie noch einmal diesen QR-Code oder wie gesagt hier den Link eben zu diesem Quiz. Wir können das Quiz jetzt leider nicht herzeigen, weil Sie dann keinen Ton hätten und man sollte sich natürlich dieses Quiz anhören, damit man also weiß, was die Schülerin da gesagt hat. Wie gesagt, sind relativ leicht zu erstellen, können die Schüler auch, wenn man das ihnen erklärt, haben sie das gleich einmal heraus und können das dann selber auch erstellen, machen das auch sehr, sehr gerne. QR-Codes verwenden wir überhaupt sehr gerne in unserem Unterricht. Also Sie sehen hier zwei Möglichkeiten, wie man noch QR-Codes im Unterricht einsetzt. Also auf der linken Seite sieht man ja hier eine Figur und die Schülerinnen und Schüler sollen eben entscheiden, ob diese Figur symmetrisch ist oder eben nicht. Wenn sie glauben, dass sie symmetrisch ist, werden sie hier links unten diesen QR-Code einscannen, ja? Da steht Ja drunter. Wenn Sie glauben, diese Figur ist nicht symmetrisch, dann werden Sie den rechten QR-Code einscannen. Wenn Sie den linken einscannen, kommt ein Buchstabe daher, in dem Fall glaube ich E. Bei dem rechten kommt ein anderer Buchstabe daher. Es gibt mehrere Blätter mit solchen Figuren und am Ende sollten alle Buchstaben dann in der richtigen Reihenfolge eben ein Lösungswort ergeben. Das lieben die Schüler sehr und das machen sie wirklich sehr, sehr gerne. Auf der rechten Seite sehen Sie ein anderes Beispiel, wie man QR-Codes im Mathematikunterricht mit Tablets einsetzen kann, indem man hier ein Arbeitsblatt gestaltet, wo eine Frage steht und wo auch hier immer auf der rechten Seite wieder die QR-Codes zu sehen sind. Und es geht auch hier wieder darum, die entsprechenden Buchstaben hier herauszufinden und alle Buchstaben in der richtigen Reihenfolge geben wieder ein Lösungswort. Also da sind die Schülerinnen und Schüler sehr motiviert bei der Sache. Hier sehen Sie einen Schüler, der Stefan, der eben gerade so eine Aufgabe löst und wir machen das ganz gern, dass wir diese QR-Codes auch hier in der ganzen Klasse verteilen, dass sich die Schüler ein bisschen bewegen können oder sogar am Gang draußen hängen wir die auf und dann können sie sich bewegen und können so die Aufgaben versuchen zu lösen. Ja, da schreibt die Elisabeth, meine Schüler haben kein Problem mit der Adresse. Ich weiß jetzt nicht, naja, genau, was sie meint. QR-Code, die Adresse einzugeben,
Wir finden es einfach, vor allem wenn man keinen Stift hat beim Tablet, ist es einfach feiner für die Schüler. Sie scannen den QR-Code ein und sind sofort auf der entsprechenden Website, die der Lehrer für die Schüler gar nicht bereitgestellt hätte. Ansonsten gibt es immer wieder Tippfehler. Also das so viel dazu. Also wir finden es einfach praktischer für die Schüler, QR-Codes zu verwenden. Die Andrea hat ja an ihrer Schule Tablets mit Stiften. Sie ist ein bisschen privilegiert. Wir haben Tablets ohne Stifte und das dann so einzugeben, wenn die Adresse länger ist, ist eher umständlich. Ja, und weil da gefragt wird auch, ob wir eine Tastatur verwenden. Also wir haben eben zwei Sätze von Tablets. Die einen Tablets haben eben auch eine Tastatur und die Kinder verwenden die auch. Man sieht bei dem Bild hinten, da auf der hinteren Seite links hinter dem Hals, sieht man eben die Tastaturen. Da kann man das Tablet dann hineinstecken und auch die Tastatur verwenden. Aber bei einer längeren URL, also Internetseite, passieren unseren Schülern jedenfalls immer wieder Fehler beim Eingeben. Also wie Elisabeth Schöner anmerkt, sie hat Tablets, noch keine Tablets und jetzt so eine Adresse so einzugeben am Computer ist natürlich viel leichter mit der Tastatur. Das ist schon klar. Ja, bleiben wir bei den QR-Codes, gehen wir weiter. Klaus, zum Thema Lernvideos. Genau, es gibt jede Menge Lernvideos im Internet, die man dann den Schülern zur Verfügung stellen kann. Und man sieht schon, hier ist ein Shortlink verwendet worden. Wenn man den ganzen Link hernimmt, dann würde das relativ lang dauern, bis die Schüler das eingegeben haben. Das ist nämlich ganz unten unter dem Bild A² plus B² ist C². Darunter ist der komplette Link und wenn das die Schüler eingehen müssen, dann sind sie doch ein bisschen auf dem Weg. Deshalb da die Abkürzung mit dem QR-Code. Es gibt ganz witzige Videos. Andrea, wenn du vielleicht den Bildschirm wechseln kannst. Jetzt haben wir ein bisschen das Problem, dass ihr, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wahrscheinlich nicht viel hören werdet. Wir werden es einmal probieren, ob wir das so irgendwo hinkriegen, wenn ich mein Mikrofon jetzt irgendwo an den Kopfhörer von Andrea halte. Wir haben es aber noch nicht probiert. Schauen wir, ob es eine Rückkoppelung gibt. Das sind nämlich ganz flapsige, legere Erklärungen. So würde ein Lehrer in der Klasse nie reden, aber so würden die Schüler untereinander reden und das kommt dann natürlich bei den Schülern sehr gut an. Andrea, Ton ab. Ja, das war jetzt ein Versuch. Ich hoffe, es hat jeder irgendetwas davon gehört. Ich sehe momentan noch kein Feedback im Chat. Ein bisschen habt ihr gehört. Ja, ja, tut uns leid, aber es ist mit dieser Präsentationssoftware nicht möglich, dass, oder zumindest ja, nicht möglich, das direkt den Ton mit zu übertragen. Aber aber Klaus, wie du richtig sagst, also es gibt ganz, ganz viele wirklich sehr gut geeignete Videos, auch auf YouTube. Also wir verwenden immer wieder die Videos aus YouTube und Sie sehen hier unterhalb von diesem Bild den Satz des Pythagoras und die Gruppe heißt The Simple Math zum Beispiel. Also ich kann das wirklich sehr empfehlen. Es sind zwei deutsche junge Männer, die hier immer wieder regelmäßig solche Videos gestalten und ich kann sie wirklich sehr empfehlen. Die Schüler lieben diese Videos. Aber es gibt nicht nur die von Simple Math. Es gibt auch noch viele andere und ich kann auch sehr empfehlen, zum Beispiel die Khan Academy. Wenn Sie sich jetzt das nicht alles merken, kein Problem. Sie erhalten erstens von uns am Ende dann auch diese Präsentation, wo dann auch diese Links zu dieser Khan Academy drauf sind und Sie erhalten zusätzlich dann noch einen Link zu einem Moodle-Kurs und auf dem Moodle-Kurs haben wir alles das, was wir Ihnen heute zeigen, noch einmal extra zusammengefasst und noch viel mehr noch einmal, ja? Videos, die ich sehr persönlich sehr gerne auch im Unterricht einsetze, sind die zu dem Mathematikbuch Genial. Also sollten Sie auch das Mathematikbuch Genial im Unterricht einsetzen, dann kann man das sehr empfehlen. Und zwar hat das ein Lehrer aus Vorarlberg, der Klaus Zanetti, zu vielen, vielen Beispielen und Nummern das als Video dargestellt. Also wenn es jetzt zum Beispiel in
der ersten Klasse darum geht, wie man Brüche addiert oder subtrahiert. Sieht man hier in der Übersicht, also hier mehrere Videos zu bestimmten Nummern. Man kann also genau schauen, wo sind diese Videos im Buch auf der Seite so und so mit der und der Nummer. Und dann können sich die Schüler eben, ich spiele jetzt eines kurz an, also diese Videos einfach selber noch einmal anschauen und sich das selbst beibringen lernen. Sie werden jetzt da keinen Ton hören, weil das auch wieder nicht funktioniert, aber es geht einfach darum, dass Sie mal sehen, die Schüler können da eben sich das selber beibringen. Und wir nennen das immer Flipped Classroom. Also wir geben oft Aufgaben auf, wo die Schüler zu Hause eben entweder mit dem Tablet oder mit dem Smartphone oder auch am Computer eben sich einen neuen Stoff selber lernen, indem sie da sich die Videos so oft anschauen, bis sie glauben, sie haben es verstanden. Und dann im Unterricht wird dann zu diesem Thema geübt. Das nennt sich also Flipped Classroom, umgedrehter Unterricht. Also wir bringen das den Schülern nicht bei, sondern in der Schule haben sie Möglichkeiten, Fragen zu stellen und lernen. Dann fragt die Ruth, genial gibt es nicht nur für die erste Klasse, Ruth, sondern genial gibt es für alle vier Schulstufen. Also hier eingeblendet, wie gesagt, den Link, den werdet ihr von uns noch erhalten. Genial ist wirklich genial. Genial ist genial, auf alle Fälle, ja. Und jetzt kommt etwas und unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist auch die Sabine Mader, die wird eine große Freude haben, Klaus. Ja, weil nämlich die Edo-Puzzles, das ist mein großer und absoluter Favorit. Und zwar hat da der Alois Bachinger, unter seiner Federführung sind da Tausende von kleinen Puzzles entstanden, also von kleinen Übungseinheiten. Der letzte Stand, den ich weiß, war irgendwo 3.400, 3.500, die es momentan gibt. Und davon der Großteil für Mathematik. Das heißt, man geht als Lehrer auf die Seite und hat ganz viele kleine Übungsbeispiele zur Verfügung. Was natürlich das Nonplusultra ist, wenn man einmal beim Alois Bachinger eine Fortbildung besucht hat, dann wird man freigeschalten, kann dann seine Schüler da drinnen anlegen. Man kann selber kleine Puzzles erstellen und die Schüler, ich habe dann genau die Kontrolle darüber, was haben denn die Schüler gemacht und wie viel haben sie denn richtig gehabt von diesen Aufgaben. Also das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Ich habe ein kleines Puzzle vorbereitet. Andrea, wenn du soweit bist und auf diese Seite wechselst. Es gibt ganz unterschiedliche Puzzles, wie sie aufgebaut sind. In dem Fall geht es einfach darum, dass die Schüler hergehen und die richtige Antwort an die richtige Stelle schieben. Wenn sie das nicht an die richtige Stelle schieben, dann funktioniert das einfach nicht. Aber das Programm, die App, zählt mit und nachher sieht der Schüler bzw. auch der Lehrer genau, aha, dieser Schüler hat 5-mal falsche Zuordnung durchgeführt, also das Feedback für den Lehrer, da muss noch etwas getan werden. Der Schüler, und wenn das mehr betrifft, können das Ganze noch nicht so gut. Ja, also eine Empfehlung von mir, Edu-Puzzles, einfach einmal reinklicken und sich das anschauen. Es kostet nichts, es ist gratis, wirklich ganz eine tolle Geschichte. Genau. Bleiben wir bei Edu, bleiben wir bei DigiComp und was wir auch sehr gerne im Unterricht einsetzen, das sind die Beispiele, die von DigiComp zur Verfügung gestellt werden. Hier sehen Sie die Startseite von DigiComp eingeblendet. Es gibt inzwischen über 300 verschiedene Beispiele für verschiedene Schulstufen. Hier sehen Sie also sogar für die Volksschule, für die Sekundarstufe 1 und für die Polytechnische Schule oder auch für die Oberstufe. Ich gehe hier, weil wir sind ja Lehrer an der neuen Mittelschule, auf DigiComp 8. Da klicke ich einmal drauf. Und auf der linken Seite steht dann Unterrichtsbeispiele. Wenn ich hier da drauf klicke, dann kommt eine Übersicht über verschiedene Fächer. Also auch hier gibt es für fast alle Fächer fertige Unterrichtsbeispiele, die ich im Unterricht eben einsetzen kann, die ich mir kurz vorher mal anschauen muss und dann eigentlich die Schüler selber arbeiten lassen kann. Und hier eben gibt es speziell für ganz unten für Beispiele für mobile Endgeräte. Das heißt,
Für Mathematik gibt es Beispiele, aber nicht alle Beispiele sind für den Einsatz auf den Tablets geeignet, weil manchmal sind auch Flash-Dateien dabei und Flash funktioniert nicht auf allen Tablets. Da bräuchte man einen eigenen Browser, den man installieren müsste. Also eher bitte von Flash Abstand halten, sondern hier unten Beispiele für mobile Endgeräte, das funktioniert dann tatsächlich. Ja, das ist alles approbiert, das ist alles ausprobiert und da kann man sich wirklich drauf verlassen. Und ich habe auch ein Beispiel jetzt ausgesucht, das muss ich jetzt schauen, ich die Leiste da oben wegbringen, dass ich da auch hinkomme. Aha, das ist jetzt natürlich interessant. Das birgt sich genau da dahinter, das macht man jetzt einfach so. Aha, da ist es genau. Mache das wieder als Vollbild. Das Beispiel, das wir bisher ausgesucht haben, das ist die Einführung ins Bruchrechnen. Also selbst getestet auf den Tablets, funktioniert perfekt. Es ist so, dass am Anfang ein kurzes Video eingeblendet wird. Die Schüler schauen sich das kurze Impulsvideo an und haben dann eine Aufgabe zu lösen. Sie sehen darunter hier eingebettet ein Learning App. Also die Learning Apps haben wir vorher vorgestellt. Die kann man eben durch einen Link verfügbar machen, durch QR-Codes oder man kann sie in Lernplattformen einbetten. Einbetten heißt also, dann sieht man das Beispiel direkt auf der Lernplattform. Da haben also die Schüler die Aufgabe hier, die Brüche richtig zuzuordnen und anschließend ein weiteres Video, das sie sich anschauen und wieder eine Aufgabe zu diesem Video. Und was mir ganz gut gefällt bei diesen Digicom-Beispielen, es gibt fast überall auch so eine Aufgabe mit einem Plus, Zusatzaufgaben. Also wir verwenden das sehr gerne, um zu differenzieren. Also die Aufgaben, die vorgegeben sind, 1, 2 müssen alle Schüler machen und die schnelleren, die besonders gefordert werden sollen, die dürfen dann oder die sollen dann noch, die machen ja, das meistens genau. Gerne freiwillig sogar, diese Zusatzaufgaben. Und was auch das Besondere ist an diesen Aufgaben von Digicomp, im unteren Bereich sind dann diese Kompetenzen eingeblendet. Also wenn die Schüler das machen, dann sollten sie über diese Kompetenzen, die hier angeführt sind, verfügen. Ich kann Dokumente und Präsentationen von Bildern und Grafiken gestalten und dergleichen mehr. Und was mir auch so gut gefällt an diesen Digicom-Beispielen, es ist hier noch einmal eine Word-Datei hier, wo die Lehrperson sich die Aufgabenstellung anschaut, die man vielleicht den Kindern auch gibt. Ein Lehrerinformationsblatt, wie man also im Unterricht didaktisch sinnvoll vorgehen könnte. Oder wenn jemand sagt, ich möchte dieses ganze Beispiel in meinen eigenen Moodle-Kurs einbinden, dann kann man diese Moodle-Kurs sichern, in den eigenen Moodle-Kurs hineinladen, da öffnen und vielleicht noch weiter gestalten. Wie gesagt, insgesamt über 300 Beispiele sind also hier verfügbar. Das ist auch ein Moodle-Kurs, auch wenn man es nicht auf Anhieb sieht, dass es sich um die Lernplattform Moodle handelt. Was wir persönlich auch machen, der Klaus und ich, wir gestalten immer wieder selber Moodle-Kurse. Wir haben also in der Schule ein eigenes Moodle und da stellen wir auch die Lerninhalte für unsere Schülerinnen und Schüler bereit. Und zum Beispiel darf ich Ihnen jetzt auch zeigen, ich muss jetzt das wieder ein bisschen anders machen, weil sonst komme ich da nicht zu. Auf die nächste Seite. Ja, die schaut zum Beispiel so aus. Da geht es um das Thema ganze Zahlen. Also wir haben hier Bilder herein kopiert, wo also das hier noch einmal erklärt ist. Und darunter sind dann, wenn Sie schauen, verschiedene Aufgaben, die dann von den Schülerinnen und Schülern zu lösen sind. Also addieren mit ganzen Zahlen, Startzahlen finden und so weiter. Da gibt es also gewisse Pflichtaufgaben, die Sie zu machen haben und dann auch wieder hier zusätzliche Aufgaben für Profis, nennen wir das immer wieder. Ich muss mich entschuldigen, ich bin ein bisschen verkühlt. Also, aber die Andrea heldenhaft stellt sich der Herausforderung. Ja. Und zieht diese E-Lecture heute durch. Ja, wenn die Stimme sonst was sagt, dann darfst du weiterreden, Klaus. Gell? Ja, also auch den Link auf diesen Kurs, den geben wir Ihnen sehr, sehr gerne. Also das ist dann alles zu finden auf der eigenen Seite, die wir Ihnen ganz zum Schluss dann noch zeigen werden. Also Sie brauchen sich jetzt den Link da oben nicht zu merken. Wie gesagt, das erhalten Sie alles von uns. Wir haben also zu fast jedem Thema so einen eigenen Moodle-Kurs für unsere Schülerinnen und Schüler gestaltet. Und das Feine ist es, ich bereite es einmal vor und wenn dann 2, 3 Jahre später ich dasselbe Thema wieder unterrichte, ich habe alles. Ich brauche nicht was vorbereiten. Ich habe das verfügbar. Die Kinder können selber zu Hause arbeiten, können jederzeit darauf zugreifen, nutzen das auch. Und das ist schon auch ein großer Mehrwert. Ja, und jeder Schüler kann dann in seiner eigenen Geschwindigkeit vorgehen. Manche sind schneller, manche sind langsamer. Genau. Unverzichtbar im Mathematikunterricht. Und jetzt, glaube ich, wechseln wir wieder auf unsere Präsentation zurück. Sind
dynamische Geometrie und Algebra-Software. Also zum Beispiel GeoGebra, da werde ich ein bisschen später noch eingehen. Natürlich auch Tabellenkalkulation, wobei zu Tabellenkalkulation muss ich dazu sagen, man muss wirklich vorgefertigte Seiten hernehmen, jetzt Schüler in die Tabellen, weiß Gott, welche Daten eingehen zu lassen, das erscheint mir einfach nicht zielführend, weil viel zu viel Zeitaufwand dahinter steckt. Ja, Coding kommt immer mehr auch in den Mathematikunterricht hinein, weil es einfach die räumliche Vorstellung mit fördert. Und ja, Online-Übungen wie zum Beispiel von realmat.de, ich habe es jetzt einfach mal deutsch ausgesprochen, vielleicht sagen manche, na, das heißt Real Math, aber wenn es eine deutsche Seite ist, glaube ich, kann man es auch deutsch aussprechen. Und da sind ganz tolle Sachen drinnen. Was der Vorteil ist von den Online-Übungen von Real Math, da werden wir später auch noch mal drauf eingehen, ist, dass überall angegeben ist, ob diese Aufgaben auch für Tablets geeignet sind. Und natürlich dann die ganze Palette der Lernvideos. Ja, GeoGebra ist eine dynamische, ich glaube, die meisten haben sicher schon einmal Kontakt damit gehabt, eine dynamische Open Source, also eine gratis auch Mathematik-Software für das Lernen und Lernen auf allen Bildungsniveaus und allen Schulstufen. Und zu ihren geometrischen Objekten gibt es nicht nur wie üblich eine geometrische, sondern auch eine algebraische Schnittstelle. Und das ist der große Vorteil. Und jetzt wechseln wir wieder unseren Bildschirm und wir wollen ganz kurz vorzeigen, was da alles möglich ist. Man sieht also hier zum Beispiel ein Quadernetz. Das Quadernetz kann man natürlich auch noch ein bisschen größer anzeigen, wenn man das auswählt. Und jetzt habe ich ganz viele Möglichkeiten. Und zwar, ich kann dieses Quadernetz öffnen und schließen, also aufklappen und schließen, sodass die Schüler wirklich ganz genau sehen, wie viele Flächen kommen denn davor. Ich kann dann zusätzlich noch hergehen, kann die Seitenkanten verändern in allen möglichen Varianten, natürlich in einem bestimmten Rahmen, weil es soll ja nicht über den Bildschirm hinausgehen. Und dann kann ich noch die Ansicht verändern, die Raumlage, also von welcher Seite sehe ich denn diesen Körper. Und das ist wirklich ganz eine tolle Sache, ist super mit Tablets zu bedienen, weil ich brauche nur mit dem Finger drauffahren und den Schieberegler hin und her schieben und ich kann das Ganze interaktiv gestalten. Natürlich, aber Klaus, muss man schon dazu sagen, dass natürlich das eine weitere Hilfe ist, also dieses GeoGebra-Tool. Aber nichtsdestotrotz, ganz wichtig ist natürlich, dass die Kinder mal lernen, solche Körper anzugreifen, dass man das verfügbar macht. Und das ist ja nur eine Ergänzung. Richtig, also Ergänzung zu diesem Unterricht. Also ganz wichtig ist also das Manuelle natürlich auch, gerade im Mathematik. Vor allem die genetischen Typen brauchen ja unbedingt so einen Körper mal in der Hand, sonst funktioniert das Ganze sowieso nicht. Ja, Tabellenkalkulation, wir gehen zurück, wir wechseln mit unserem Bildschirm. Tabellenkalkulation, das ist natürlich auch ein Um und Auf. Allerdings sollte man hergehen, vorgefertigte Arbeitsblätter verwenden, weil die Eingabe der Daten, vor allem wenn kein Stift zur Verfügung steht, sehr zeitraubend ist und so viel Zeit will man eigentlich im Unterricht dann nicht dazu verwenden. Auf der Webseite, wir haben sie eh angeführt, nicht nur auf unserer Präsentation, sondern auch im Moodle-Kurs ist das noch einmal drinnen, das wäre home.eduhi.at. Das sind ganz viele solche Vorlagen zur freien Verwendung, zum Beispiel für die Darstellung linearer Funktionen, Gleichungssysteme mit zwei Gleichungen und so weiter. Und es ist wirklich ganz toll, wenn man dann hergehen kann und bei so einem Gleichungssystem einzelne Variable ändert und dann sieht man, wie sich der Graph verändert. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ja, es gibt noch ganz viele Apps und Andrea, kannst du vielleicht jetzt noch ein paar von diesen Apps vorstellen?
Ja, also ich werde immer wieder gefragt, ja, wenn man mit Tablets arbeitet, dann wird man ja wahrscheinlich vor allem mit Apps arbeiten. Also wir haben jetzt gesehen, bis jetzt haben wir noch fast keine Apps verwendet. Also man kann die Tablets also für viele andere Möglichkeiten einsetzen. Aber natürlich gibt es auch jede Menge Apps, die man sinnvoll einsetzen kann. Und wenn Sie also starten mit Tablets im Mathematikunterricht, dann würde ich Ihnen vor allem diese Apps hier empfehlen. Sie sehen hier in der Mitte König der Mathematik, eine App, die kostenlos ist, aber in einer eingeschränkten Version. Wenn man also die volle Version ausschöpfen möchte, dann kostet das ein bisschen was, Na klar ist ja, das auch. meistens, das bewegt sich meistens in dem Bereich 2 bis 3 Euro, also das ist wirklich sehr billig. Da muss man also wirklich keinen großen Kredit aufnehmen dafür. Was jetzt ganz interessant für Sie, liebe Zuhörer, ist, ist, dass wir diese Apps alle getestet haben. Es gibt hunderttausende Apps und bei manchen ist es so, dass die App aus 60% Werbung besteht und nur aus 40% produktiven Inhalt und sowas würde ich also im Unterricht nicht unbedingt einbauen. Bei der einen oder anderen kostenlosen App muss man so damit rechnen, dass ab und zu Werbung kommt, aber das kann man leicht umgehen. Man kauft die App, kostet dann 2 bis 3 Euro, meistens in diesem Bereich und dann hat man werbefreie Apps zur Verfügung. Ja, besonders empfehlen kann ich auch die App, also rechts hier das Bild mit diesen beiden Fünfern abgebildet, zwei Spieler. Mathe ist also ganz nett. Da geht es darum, dass ein Tablet in der Mitte liegt, links und rechts davon sitzt hier ein Schüler, eine Schülerin. Und jetzt geht es darum, die vier Grundrechnungsarten möglichst schnell auszurechnen und möglichst schnell auf das richtige Ergebnis zu klicken. Es geht ein Naja, bisschen da um die Wette und der Klaus hat. da geht's immer ganz heiß her, da muss man vorher also genaue Regeln feststellen, sonst kann es ja schon einmal sein, dass so ein Tablet durch die Gegend fliegt, weil im Eifer des Gefechts will natürlich jeder so schnell wie möglich auf das richtige Ergebnis tippen. Und wenn man da nicht genaue Regeln festlegt, kann das für ein Tablet schon einmal ganz gefährlich sein. Das Markus Krug schreibt, zwei Spieler sponsert nach Nachfrage gern. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich Ist weiß, das was eine App damit oder? gemeint ist. Vielleicht kannst du uns dann Näheres dazu schreiben, bitte Markus. Das wäre sehr, sehr nett, dass wir da Bescheid wissen, was du ganz konkret meinst. Inzwischen gehe ich aber weiter zur nächsten App, die wir auch hier sehen. Die App heißt MyScript Calculator. Ich finde die sehr genial. Und zwar, wie man es hier rechts im Bild sieht, man kann jetzt entweder mit einem Stift, wenn man den hat, bei dem Tablet eine Rechnung eingeben, hier Wurzel aus 81 dividiert durch 3, oder man kann das auch mit dem Finger eintippen und wenn man das halbwegs schön schreibt, dann erkennt der Computer oder diese App erkennt sofort die Rechnung und rechnet hier das aus und gibt sofort die Lösung Ja, bekannt. Andrea, man muss es nicht einmal halbwegs schön schreiben. Also bei uns an der Schule, wir haben ja keine Stifte, die Schüler schreiben also mit den Fingern. Und das, was wir jetzt hier sehen, die Wurzel 81 gebrochen durch 3, ist ja auch nicht wirklich super schön geschrieben. Aber das erkennt das Programm ohne weiteres. Das ist wirklich fantastisch. Ich wundere mich immer wieder, weil manche Schüler haben wirklich eine Klaue. Und wenn es dann nur erkannt wird, also es ist einfach was für ein Wunder. Ja, und es ist so, also wenn man wirklich längere Rechnungen hat, mit mehreren Wurzeln, mit Hochzahlen, mit Brüchen, bei Bruchgleichungen und so weiter, also ist es wirklich sehr, sehr gut geeignet, dass man das einsetzt im Unterricht. Und meistens machen wir das als Kontrolle. Also die Schüler rechnen das zuerst im Heft und dann als Kontrolle noch einmal hier eingeben. Und dann wissen wir, können sie sich selber kontrollieren, ob sie das richtig gerechnet haben. Was ich auch sehr gerne mache, ich gesagt, ich bin auch eine bildnerische Erzieherin, ich arbeite sehr gerne im kreativen Bereich. Hier geht es um die App Stop Motion. Stop Motion heißt, es werden verschiedene Bilder aufgenommen, hintereinander werden die Bilder dann wie einen Film, kann man die ablaufen lassen. Und da haben jetzt meine Schülerinnen zu verschiedenen Vierecken eben hier solche Stop-Motion-Videos erstellt. Ja, das Ich schauen wir doch einiges an, schalte oder? ganz kurz um und wir schauen uns da eines kurz an. Also wieder auf meinen Monitor. Und diese Videos haben sie aufgenommen mit dem Tablet und wir haben die dann auf eben hochgeladen auf YouTube, aber nicht öffentlich. Also das heißt, nur wenn man den Link hat, dann kommt man auf diese Videos zu. Und es ist auch Musik hinterlegt. Die werden Sie jetzt aber nicht hören. Die Schüler haben da also selber arbeiten können. Sie haben Strohhalme verwendet, um hier den Umfang eines Rechtecks darzustellen und somit die Formel erarbeitet. Man könnte auch die Bilder schneller hintereinander abspielen. Also das kann man dann alles einstellen mit dieser App Stop Motion. Und dann wird eben daraus dieses
Video erstellt. Damit das Tablet auch ruhig steht, machen wir das meistens so, wir verwenden ganz gerne Notenständer, also keine durchgehenden aus Holz, sondern aus Metall. Und dann wird das Tablet da eben eingespannt, mehr oder weniger, und dahinter kann dann eben auf dem Boden wurde das eben hier aufgelegt, wurde das abfotografiert. Ja. Gut, wir wechseln wieder zurück zu unserer Präsentation und gehen weiter zum nächsten Beispiel. Wir verwenden auch gerne die App Kamera im Unterricht. Gerade eben Tablets eignen sich sehr gut zum Fotografieren. Und wenn wir jetzt hier auch bleiben wir beim Thema Rechtecke, haben die Schüler die Aufgabe gehabt, aus ihrer Umgebung, aus dem Alltag, verschiedene Bilder oder Darstellungen zu fotografieren, wo man es mit Rechtecken zu tun hat. Ja, Andrea, was sagst du jetzt zu dem Bild rechts unten? Ich lasse das Bild rechts unten. Da sieht man jetzt natürlich perspektivisch verzerrt Rechtecke. Und ich frage dann, ist das jetzt ein Rechteck, was du da siehst? Dann sagt die Schülerin, ja. Dann sage ich, aber da auf dem Bild schaut es ja nicht aus wie ein Rechteck, sondern wie zum Beispiel ein Trapez. Ja. Und dann, wenn die Schülerin mir erklären kann, ja, das ist das Auge und die Kamera sehen das eben so, in Wirklichkeit ist das ein Rechteck, das ist nur diese perspektivische Verzerrung, dann hat das Kind auch was gelernt, dann lasse ich das natürlich auch gelten. Also wie gesagt, zum Fotografieren, zum Filmen verwenden wir die Tablets immer wieder ganz gerne im Unterricht. Und was auch sehr gerne eingesetzt wird bei meinen Schülern, ist das sogenannte Online-Schulübungsheft. Ich lasse zwischendurch Themen einfach nicht ins Heft schreiben, sondern mit dem Stift schreiben die Schülerinnen und Schüler eben das mit der App S-Note, die bei diesen Samsung-Geräten, die wir dabei haben, automatisch mitgeliefert wurde, schreiben die dann alles, was sonst ins Heft kommt, eben hier auf diese Seite drauf. Und Sie sehen hier links unten sogar, Sie können ein Foto machen, das Foto auf die Seite mit einbeziehen. Oder Sie könnten zum Beispiel hier den pythagoreischen Lehrsatz als Satz sprechen und auch noch auf diese Seite hinaufgeben. Sie haben also auch eine Audiodatei, die Sie da hinauf speichern können. Und dann laden Sie dieses Beispiel in die Cloud hoch. Ja, wir verwenden auch gerne Google Classroom. Geht natürlich nur, wenn ich Android-Geräte habe. Dann muss ich Google-Accounts eben mir anfordern. Das ist aber ein eigenes Kapitel, das den Rahmen heute sprengen würde. Wenn jemand aber Interesse hat und wissen will, wie man eben mit Google Cloud arbeitet, wie man zu diesen Accounts kommt, dann darf ich Sie bitten, sich einen Termin vorzumerken, nämlich den 31. Jänner um 18 Uhr. Da werde ich wieder eine E-Lecture halten zum Thema Einsatz von Tablets im Unterricht, der erste Einsatz, die ersten Schritte. Und da werde ich auch auf dieses Thema Google Classroom noch näher eingehen. Also merken Sie sich vor, 31. Jänner, 18 Uhr. Ja, eine App möchte ich ja noch besonders hervorheben, das sind die Smart Tools. Man kann also so ein Tablet dann verwenden, also ideal. Man kann Entfernungen messen, auch größere Entfernungen, also größer als Tablet selber ist. Man kann unterschiedliche Einheiten einstellen, man kann es als Kompass verwenden, man kann die Lautstärke messen und man kann die Helligkeit messen. Also alles mit Smart Tools und alles mit einem Gerät, alles mit dem Tablet. Ja, und Mathe-Übungspools gibt es jede Menge. Wo ich besonders darauf hinweisen will, das ist das Real oder Real Math, wenn ich es Deutsch ausspreche, weil in diesem Aufgaben- und Übungspool ist überall angegeben, rechts sieht man so einen kleinen Bildausschnitt, ob diese entsprechende Übung für Tablets geeignet ist oder nicht. Und das ist natürlich das Um und Auf, weil wenn ich irgendetwas auswähle, was dann auf Tablets nicht funktioniert, das ist immer sehr ärgerlich. Ja, und es gibt einen Link. Und dann sind wir schon am Ende angelangt, wie der Klaus gesagt hat, wir hätten noch einen großen Fundus an weiteren Beispielen, aber ich würde den Rahmen sprengen. Vielleicht gibt es ja mal einen Teil 2, Klaus, vielleicht ist das auch erwünscht. Jedenfalls dürfen wir Ihnen den Link eben zu dieser bereits erwähnten Moodle-Seite zukommen lassen. Ich wechsle jetzt wieder die Ansicht, damit Sie also auch sehen, was das alles sonst zu bieten hat, diese Seite. Sie sehen jetzt wieder auf meinem Monitor diese Seite. Hier ist auch noch einmal der QR-Code eingescannt. Wer also ein Handy bereit hat oder ein Tablet, bitte gleich einscannen, dann haben Sie den Link schon. Und da sehen Sie auch ein kurzes Video, das in dieser Tablet-Klasse auch gedreht wurde mit Schülern der zweiten Klasse. Sie sehen also noch einmal hier unsere Beispiele, die wir gezeigt haben zum Thema
Quiz-Apps, Kahoot, wie das funktioniert, auch fertige Beispiele. Dann sehen Sie Learning-Apps, hier kurze Beschreibung, wie man solche Learning-Apps überhaupt erstellen kann. Dann, wie man Arbeitsblätter mit QR-Codes, wie gesagt, erstellt, einige Beispiele dazu. Beispiele für GeoGebra, Beispiele für DigiComp und Excel, was wir Ihnen also auch gezeigt haben. Ganz viele Links zu verschiedenen Lernvideos, also Khan Academy zum Beispiel, oder dieses Genial, das wir Ihnen gezeigt haben, noch einmal. Und wie der Klaus öfter schon erwähnt hat heute, Online-Übungen, und wir können besonders dieses Real Math oder Real Math empfehlen. Auch hier haben Sie einige Beispiele angeführt. Oder EduBuzzle von Bachinger. Online-Schulübungsheft, mit welchen Tools man das erstellen könnte, mit welchen Apps. Weitere fächerübergreifende Tools, eine ganze Menge, also und Apps, die wir also im Unterricht bereits erprobt haben. Ja, und wo finden Sie jetzt diese Präsentation? Ich scrolle wieder ganz nach oben. Gleich am Anfang, unterhalb von dem Bild, steht Präsentation Tablets im Mathematikunterricht. Von da aus können Sie sich also die Tablets, die Präsentation auch herunterladen. Ja, und die meine nächste Frage ist fast schon obsolet. Hast du Lust auf den Einsatz von Tablets im Unterricht bekommen, Andrea? Ja, also mich darfst du eigentlich nicht fragen, weil ich habe die Lust natürlich schon längst. Ich habe die schon vor 4 Jahren bekommen. Also ich denke mal, diese Frage sollten wir weitergeben an unsere Teilnehmerinnen. Aber wenn du mich so direkt fragst, ich bin sowas von motiviert, fast schon motiviert. Ja, ich hoffe, das sind Sie auch, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir hoffen, wir haben Ihnen auch ein bisschen Begeisterung weitergeben können. Und ich kann mir vorstellen, dass also auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch einmal den Link zu dieser Plattform extra dann von dem Team von der VBH zugesandt bekommen. Das kann ich mir vorstellen. Also das werden wir veranlassen noch einmal. Ja? Für alle Fälle werde ich den Link noch einmal hier hinunten in den Chat hineinkopieren. Dann haben Sie den schon auf alle Fälle. Also da ist der Link zu dieser Moodle-Seite. Und ja, wir bedanken uns recht herzlich. Wir haben die Zeit gut eingehalten. Wie schaut es aus? Harald, bist du zufrieden mit uns? Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem auch liebe ihr zwei, in Tirol, ich muss sagen, Gratulation von meiner Seite zu dieser absolut perfekt getimten E-Lecture. Ich habe jetzt noch schnell den Link für die virtuelle PH gepostet, für das Feedback für die virtuelle PH, das ja indirekt natürlich auch dann für euch ein Feedback sein wird. Mit der Bitte, dass das wirklich alle ausfüllen. Ich weiß, es ist sehr umfangreich, aber ihr werdet dann einige Seiten an Rückmeldung bekommen, sage ich einmal. Ja, wie gesagt, ich bin nur der Moderator. Mir hat es aber sehr gut gefallen, weil ich ja auch ein bisschen aus der Mathematik komme. Und ich glaube, ich spreche da jetzt für viele, wenn ich auch so den Chat nebenbei mitlese. Wie gesagt, so wie ihr das erwähnt habt, wenn ihr also irgendwo noch Informationen für die Kolleginnen und Kollegen habt, die virtuelle PH wird auf jeden Fall einen Link mit dieser Aufnahme dann aussenden. Ja, und ich brauche eigentlich dann gar nichts mehr zu ergänzen. Gratulation und einen schönen Abend noch von meiner Seite. Ja, ebenfalls. Danke vielmals. Einen lieben Gruß an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Schönen Abend noch. Aus Tirol, ja, gut. Schönen Abend. So, das ist jetzt genau die Situation mit Nachrichten. Ich weiß nicht, ob wir irgendwo... Ja, sind wir noch. Das Mikrofon ist nur eingeschaltet. Okay, ja, aber ich hätte uns gespannt zugehört. Und ich darf jetzt endlich husten.